Hallihallo, herzlich willkommen zu einem wunderschönen kleinen Let's Play zum Civilization Beyond. Ja. Ja, da habe ich jetzt gerade mich verwustet. Falls ihr ein Wecker klingeln hört, meine Frau kocht nämlich nebenbei, beziehungsweise backt ein Hähnchen. Ja, wir spielen jetzt hier gerade Civilization Beyond Earth. Ich muss das leider nachkommentieren, weil ich festgestellt habe, ab der dritten Folge hat es nicht so ganz geklappt mit dem Videoaufnahme, beziehungsweise hat man das ausgemacht. Wie dumm von mir. Aber hier sehen wir schon, wir haben den ersten Belagerungswurm, beziehungsweise den zweiten. Machen wir dann gleich platt. Und jetzt suchen wir uns da gerade ja die Ballistik aus, um weiterzukommen. Der Technologiebaum, der ist riesig, ey. Das ist sowas von. Ich kann es ein bisschen nicht durchsichtbar, aber es geht schon. So, und hier haben wir aber auch ein bisschen rechts, also Belagerungsturm. Ja, richtig stark. Und da habe ich schon gedacht, die Einheit schlägt den. Nein, ich muss dann noch mit der Stadt nochmal drauf. Errungenschaft. Da haben wir eine Errungenschaft. Quest, Mormkiller, 215 Energie, plus 55 Wissenschaft. Ach, halten. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so gut gewesen. Ja, ansonsten gucken wir jetzt gerade mal an. Ja, Prosperity, Le Coeur. Da haben wir jetzt Agenten befördert. Netzwerk haben wir jetzt schon eingerichtet. Da machen wir ja dann, glaube ich, auf Energie abschöpfen. Hoffen wir mal, dass das klappt. Und da gucke ich ja gerade, dass was noch so gibt. Wie gesagt, leider nachkommentiert. Okay. Aber wie gesagt, macht er nichts. Da kann ich auch ein bisschen so frei rausquatschen. Wie ihr oben rechts seht, ist Gesundheit minus, also bei 6, minus 6. Nicht im Plusbereich, da erstellen machen Handelskonvoi nach Ayan, ja genau, nach Ayan. Und ja, wir gucken jetzt gerade, wir können ja nämlich einen neuen Wert nehmen. Wir nehmen einen Kolonisten, um eine weitere Vorposten zu erstellen. Und zwar da hin in das Feld hinein. Da weiß ich nicht, ob die Einheit da das überlebt, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Das werden wir ja gleich sehen. Da mache ich den Recycler rein. Und wie gesagt, also 7 ist echt ganz schlecht. Ich weiß auch nicht, womit sie das noch wirklich, also ich habe das noch nicht rausgekriegt, wie ich das dann plus kriege. Das ist eines der schwersten. Und da habe ich schon gesehen, ein Belagerungswurm. Die sind sowas von. Boah. Ich hatte immer Bandwürmer gesagt und dabei sind das Belagerungswürmer. Na. Ist nicht so schön. Ja. Ansonsten tue ich jetzt gerade nachgucken. Pharma-Labor, dass ich jetzt möglichst Gesundheit kriege da oben. Waldgras, vor allen Dingen, da geht man doch rüber und da sieht man gleich oben rechts, was das für ein Feld ist, neben der Karte. Diplomatie, da gucke ich gerade, wer schon Wunder hat, null gefallen. Okay, die sind ja, so da habe ich versucht, eine offene Grenzen zu kriegen. Nein, habe ich aber nicht gekriegt, weil. No wind, bloß das. Wollten da einfach nicht. Warum, wusste ich nämlich auch nicht. Ja, ansonsten ja, kann man eigentlich so sagen, dass es relativ spannend ist. Also das Spiel gefällt mir richtig gut, allein schon von der Atmosphäre. Und da kann ich schon mal sagen, Hut ab. Echt Hut ab. Ja, der Krieg gegen Sammer. Achso, da wurde ich gefragt, ob ich nochmal mitmache. Da habe ich gesagt, nee, will ich nicht.
weil ich gedacht habe, ich habe sowieso schon keine Einheiten, weil durch diese blöden Belagerungswürmer, die da ankommen, da oben. Jetzt habe ich die Ballistik entdeckt. Aus dem Lauf einer Waffe mögen Unterdrückung Karos. Und da habe ich das einfach weggeklickt, weil ich das nicht gelesen habe. Da habe ich mich in dem Moment geärgert, warum habe ich das nicht durchgelesen? Ich wollte doch so viel Neues entdecken und ich klicke es einfach weg. Ja, ist mir ja sowas von egal. Ja, ansonsten gucke ich jetzt gerade nämlich nach, wie es aussieht. Ja. Maschinenbau. Gucke ich gerade, wo man hingehen kann. Robotik. Ja, ansonsten müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Da mache ich jetzt gerade ein bisschen mal den Ingame-Sound aus, damit ich da wunderbar drüber reden kann. Ja. Ansonsten. Ja. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da entscheide ich mich für Nahrung durch Recycler. Bei Arbeitergeschwindigkeit brauche ich nicht. Nahrung kann immer gut sein. Und das ist das Gute an den Quest-Systemen. Man kann dann immer noch ganz speziell sich entwickeln und kann sagen, okay, ich möchte gerne in die Richtung oder in die Richtung. Und ja, das ist eigentlich richtig gut gemacht. Und ja, ansonsten ja, versuche ich jetzt gerade den Sieg da herzuringen. Also ich habe festgestellt, in der Verteidigung sind die richtig schlecht. Ja, Forschung, Hybridorgane und da sage ich, gehen wir doch mehr auf Wissenschaft. Wissenschaft ist immer nicht schlecht. Und da geht's schon weiter. Auf jeden Fall. Versuchen wir gerade den Alien da zu kriegen. Da ist auch so ein komisches Alien. Monster. Urzeitmonster. Und da tue ich gerade das Alien-Nest erobern. So, und da habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Da, echt, das ärgert mich. Da ist diese komischen Magna-Felder, die ja Schaden hinzufügen, wenn du drinnen stehen bleibst. Jetzt nehme ich wieder die Zellzuchtstation, gerade für die Gesundheit. Da bin ich schon auf 5, um noch ein bisschen besser zu werden. 1 da ist ja jetzt Vorposten. Und entwickelt sich ja jetzt langsam zu einer Stadt. Ja, Miyazama, tut mir ja Schaden zu. Und da tue ich nur mit einer einzigen Einheit. Und da komme ich mit der zweiten und zack, ist die. Ich frage mich, warum das rauskommt. Immer, aber nur hier oben immer. Deswegen versuche ich, denke ich mal, dass die vorheriger Weg. Ja, genau. Da habe ich jetzt die Kolonie zur Einzelner geschafft, damit die Stadt sich schneller wächst. Da wollte ich die Einheit noch wegziehen, aus dem Miyazama. Da habe ich gedacht, da steht noch eine Station. Oh, verdammt. Siehst du? Ich wollte die Einheit noch wegziehen in der nächsten Runde. Ich habe noch auf, die kommt doch runter. Nein. Dann nehmen wir wieder Gesundheit durch Pharma-Labor. Da sind wir schon auf 4. Sind wieder etwas besser. Hier haben wir schon eine Straße gebaut. Eine lange Straße. So, ein Einzelner. Und da ist noch so eine Expedition. Ja, ansonsten gehe ich mit dem Erkunder jetzt Richtung Expedition. Ihr Erkunder hat etwas Artefakt Sonderbares. Ah, das ist immer das Schöne. Artefakt suchen, der zeigt da gleich direkt dahin, wo das ist. Das werde ich aber nur am Anfang nutzen, später werde ich den Berater dann auch ausschalten. Habe ich mir so gedacht, man kann ja auch mal alles selber machen. Dann habe ich das Metzner dann die Nahrung hingeschickt, weil damit die Stadt schnell groß wird und stehen bleibt und sich, ja, wie gesagt, sich schnell entwickelt.
So, dann nehme ich wieder die nächsten. Da habe ich dann falsch gemacht. Da hätte ich die Klinik nehmen müssen. Anstatt den Handelslabor. Aber das war eines der schnellsten. Sagen wir mal. Schnellsten entwickelt. Besten. So, dann nehme ich wieder Zellzucht. Dann komme ich da wieder auf 4 runter, weil. Und da habe ich jetzt eine Allianz gekriegt mit General Vadim Kozlov. Mit den islamischen. Mit der islamischen Föderation, genau. Eine Allianz geschmiedet. Ja, wir sind auch Punkt 2 da. Abgeschlagen hinter der CEU, also den Amerikanern. Und gucken gerade Usbek. Ja. Entschuldigung, Upsala. Ich habe Geheim wichtige Operation. Informationen ja, für und Sie. Das hat nicht geklappt. Na, das ist aber schade. Und ich dachte, denke ich, oh, no, lassen oder nicht machen. Ich glaube, machen wir doch. Habe ich dann doch sie mal sein gelassen, weil wenn du das nochmal probierst und wieder fehlgeschlagen, dann ist das nicht schön. Wir haben das Verteidigungsnetz entdeckt. Omnipräsente und effektive Sicherheitsmaßnahmen machen selbst den schlimmsten Nachbarn erträglich. Panoptikon. Und da haben wir wieder eine Quest. Da sehe ich schon. Dann nehme ich Verteidigungsring, Ultraschallzaun. Und da organisches Gewebe, Zelltucht, entweder für Produktion oder für Produktion für Militär. Ich mache plus 1 Produktion, normal. Und schon geht's weiter. Da gucke ich gerade, was ich noch so entwickeln kann. Geophysik sehe ich da gerade. Habe ich überlegt, Gendesign wegen Kultur, das zu entwickeln. Alienwissenschaften, das Wissenschaft, da habe ich gedacht, gehen wir doch auf die Wissenschaft, wenn ich meine Wissenschaft pushen will. Xenosuchtstation, da gucke ich gerade, was in Alienwissenschaften so gibt. Und Ultraschauen, Ultraschalltown, also der Ultraschalltown, der hält die Alienviecher weg. Und ja, da habe ich vorsichtshalber oben Soldaten hingeschickt. Wir haben das Wach geborgen und so weiter. 80 Produktionen gekriegt. Ansonsten, ja. Wenn ihr jetzt ein bisschen was braten hört, das ist nur meine Frau, die gerade ihr Braten rausnimmt und schnell mal wendet und sich ein bisschen beeilt, dass das nicht zu hören ist. Weil, wie gesagt, ich spreche das gerade nach und das ist Mittag. Und dann müssen wir auch was essen, sonst fallen wir bald vom Fleisch. So, da überlege ich schon, ob ich Harmonie ansiedeln lasse. Entweder Harmonie, also da habe ich das vorgelesen, an Bord des Raumschiffs gab es Überlebende. Wir nennen sie die Augmentierten, wir siedeln sie auf neuen Planeten an. Die wünschen, dass wir ihnen Zuflucht geben. Würden wir Reinheit und Vorherrschaft kriegen oder alleine siedeln lassen. Und mir habe ich gesagt, alleine siedeln lassen. Wir sind harmonisch, sehr lieb. Wir sind nicht aggressiv, wir sind in der Harmonie. Da gucke ich gerade, wann kriege ich denn so eine Harmoniestufe überhaupt? Wie baut sich das auf? Station, Depto. Haben wir entdeckt. Haben wir wieder eine Questentscheidung mit den Augmentierten. Ja, da tun wir denen Niedergang, also nicht handeln, die sollen niedergehen, zack. So, ansonsten, ja, ansonsten, ja, werden wir jetzt mal gucken. Werden wir mal gucken, wo das ist, ja. Non-Kollektoren, ansonsten, ja, sehe ich gerade, gucke ich nach, erkunden, ich schicke den jetzt automatisch auf zum Erkunden. Und Labor, 5 Runden, Turmreaktor, Labor, und da gucke ich noch gerade nach, was so noch ein bisschen Gesundheit bringt, dann baue ich noch Bautrupp, weil ich ja gar nicht mehr so viele hatte. Wäre das am besten ja für mich gewesen. Damit das ein bisschen vorangeht. Ja,
jetzt kann ich schon bald nicht mehr reden, weil die Klinik und mir fehlt die Sprache und ich habe den aufgenommen und ich wusste nicht mehr so ganz genau, weil ich habe das ziemlich im einen Schwung durchgemacht. Quest aktualisiert, da haben wir eine Questentscheidung. Wir nehmen den Rückschlag. Ach, da geht's um die Ultraschallzäune. Da können wir die Polarität umkehren und da werden unsere Handelskonvois können nicht mal von den Aliens angegriffen werden. Das heißt, unsere Handelskonvois sind geschützt und ja, die fallen dann den Aliens nicht mal zum Opfer. So habe ich das verstanden. Genau. Ansonsten, ja, bin ich jetzt mal gleich 2 Sekunden da. Wieder da. Und, ja, tut mir leid, ich musste gerade das Baby von dort machen, sonst hättet ihr meine Tochter gehört. Das wollte er ja nicht. wir haben ja Baby von da. Also, ja, da gucke ich gerade, was ein miasimischer Dings ist. Das ist so ein Satelliten, den werde ich dann mal sehen. Da sehen wir auch zum ersten Mal. Entschuldigung, ich habe wichtige Informationen für Sie. Ja, darf ich mich dann doch noch breitschlagen lassen? Ja, Wissenschaft geht ja nicht. Netzwerk haben wir ja schon. Gut, dann machen wir halt dann, schöpfen wir dann doch ab. So, da sehe ich gerade einen Belagerungsturm. Ich wieder Belagerungsturm. Belagerungswurm. Ja. Den Belagerungswurm, dass der auch relativ sehr stark ist für den Anfang. Also du kannst nur mit den Städten die also relativ ganz gut kaputt machen. Ja, dann warten wir gleich ab. Quest. Wieder eine neue Quest. Fertig. Ein Star Belagerungswurm, fremdartig. Also da habe ich festgestellt, dass die 10er Städte ein bisschen stärker sind als die kleineren. Was ja auch so ZIF-typisch ist, im Verteidigungsring. Und da gucke ich gerade nach, ob ich noch nicht schnell noch einen Soldat mache, falls der Belagerungswurm doch so Le Coeur doch richtig nah rankommt. Ja, Kultur. Wir können wieder neue Kultur machen. Und da gehen wir dann auf, weiß ich gar nicht mal, was das war. Ah, ich glaube, wir sind dann bestimmt am Ende zur Industrie gegangen. Genau, damit wir plus 10 Produktion für Gebäude haben. Plus 10% mehr. Damit wir unsere Gebäude ein Ticken schneller machen können. So, dann gucken wir gerade Pharma-Labor, Zellzuchtstation. Zellzuchtstation, gerade wegen der Gesundheit. Ja, das klingt immer so, als ob jemand niest und dann sagt Gesundheit. So, jetzt haben wir eine Orbitaleinheit, einen Satelliten, den wir den Mias. Wählen Sie zum Start die Einheit und klicken Sie dann auf Ihre Aktionsschaltfläche. Da sind wir jetzt in der Orbitaleinheit. Nach dem Start hat die Einheit eine Bereichswirkung auf die Geländefelder hinter ihr, bis sie den Orbit verlässt. Und dies ist die Orbitalansicht. Sie zeigt die Wirkungsbereiche von Einheiten im Orbit. Wirkungsbereiche können sich nicht überschneiden. Daher sollten Sie Ihre Starts im Voraus planen. In dieser Ansicht sehen Sie auch den Bereich, den Sie mit Ihren Starts abdecken. Eine Orbitaleinheit muss immer über einem Geländefeld gestartet werden, das abgedeckt wird. Sie können die Abdeckung durch den Bau von Stadtgebäuden ausweiten. Normalerweise müssten wir hier dieses Feld schließen, damit wir überhaupt einen Durchgang haben. Allein schon dieses Feld. Da probiere ich jetzt gerade in den Orbit-Modus aus und so weiter. Da habe ich das jetzt hier hinge, damit die Felder angeblich wegkommen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe noch keine Veränderung bemerkt. Normalerweise müssten die Felder jetzt weg sein. Oder weniger. So, da ist noch ein Belagerungswurm. Da habe ich schon Soldaten wieder gemacht und dann habe ich mir überlegt, ich mache doch mal ein Raketenfahrzeug.
weil es gibt ja so viel Neues zu sehen. Ich finde die Bautrupps richtig genial, die fahren Juju, die sehen aus wie richtig schön. Und ja, wir sind aber auch schon, wie ihr gesehen habt, sind wir auch, irgendwo war das, runter, guck mal, runter 146. Alien Nest, haben wir wieder ein Alien Nest entdeckt. Da oben wieder. So wie eh und je. Da habe ich dann meinen anderen Soldaten gesucht und dabei habe ich vergessen, dass ich den überhaupt, ja, verloren habe. Jetzt geht's wieder ratzfatz an die Geophysik. An den Forschungen geht richtig schnell, also Ungestimmtheiten, nein, ich will ja keinen Krieg anfangen. Ich habe keinen Bock, Krieg anzufangen. Die Belagerungswürme, die gehen mir sowas von auf dem, boah. Kann man schon sagen, ja. Da hat er jetzt ein Upgrade, glaube ich. Neue Questentscheidung. Ach ja, dann die Raketenbatterie. Da plus 1 Reichweite vor Orbitalschlag. Oder 5 Stadtstärke durch Raketenbatterien. Ja. Plus 5 Stadtstärke durch Raketenbatterien. Das heißt, ich glaube, wenn die Raketenbatterien in der Stadt sind, kriegt die Stadt nochmal plus 5 Treffer. So, und da wollte ich hinlaufen, da kommt plötzlich dieses Ding da. Wieder ein Tritt, das ist dann für meinen Satelliten gewesen, da habe ich auch nicht gewusst, dass der Satellit zerfällt, der bleibt nicht ewig, der hält noch ein paar Runden. Und ja, da habe ich zu denen gesagt, ja, dann tu halt nicht. Ja, und dann haben wir den nächsten Wurm da tot gemacht. Fast. Und da wollte ich dann wieder. Ach, dann habe ich dummerweise den Bauarbeiter da bewegt. Direkt zu den Feinden. Was ich aber absolut nicht wollte. Und zack. Ja, da habe ich schon unten wieder im Steam wieder den nächsten. Eine ihrer Orbitaleinheiten nähert sich dem Ende ihrer Lebensspanne. Ja, Einheiten im Orbit gesehen, haben wirkungsvolle Effekte. Wieder. Und daher dann mache ich auch sie nicht ewig. Die Steam-Nachrichten nach einer bestimmten aus, Zeit stürzen sie Steam wieder aus, auf den Planeten. Denken Sie darüber nach, eine neue Orbitaleinheit zu bauen, die diesen so Platz übernimmt. Ja. Ich gucke gerade, was für eine Einheit die Dings braucht. Nichts tun. Du machst ja nichts. Ah, hier ist so ein Feld weg. Seht ihr? Hier war ja so ein Magna-Feld. Der ist jetzt weg. Also doch weniger geworden. Wenn ich hier oben hier rum mache, dann ist es auch weniger. Oder da. Ja, und da habe ich wieder mein Handels da runter und da haben die sich bedankt. Ja, dass es so gute Güter sind, dass die sich bedankt haben. Da würde ich sagen, ich lasse euch mal in das Spielgeschehen noch so ein bisschen drauf euch einwirken. Wie gesagt, mir gefällt das. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge hoffentlich mit einem funktionierenden Mikrofon. Das geht leider einfach nicht. Das ist einfach, boah, da kann man ausrasten. Ja, das würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Guckt noch bis zum Ende gerne. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einfach einen Daumen nach oben. Und ja, ich verabschiede mich und sage erstmal tschüss, ciao, auf Wiedersehen und bye bye. Und wie gesagt, guckt noch ein bisschen noch bis zum Ende jetzt noch die 1,5 Minuten, wie gesagt, ja, lasst mal auf euch einwirken, wie es so ist. Und ich bin jetzt mal still und bis zur nächsten Folge.